Herzlich willkommen bei Facebook, bei YouTube und überhaupt. Wir sind auch auf unserer Homepage vertreten mit unseren Videos. Zum 8. Mal in Folge findet der Liederchor statt. Liederchor, das ist ein Chor aus Persönlichkeiten der Wirtschaft, der Politik, aus Verbänden, die ihrer geheimen Sehnsucht frönen, nämlich dem Singen. Und neben mir habe ich nun Tobias Schönberg und Hans-Rüdiger Lange. Beide sind in Unternehmen tätig und was Sie genau machen, würde ich Sie jetzt gerne erstmal fragen, Herr Schönberg. Ich bin Partner bei Roland Berger Strategy Consultants und beschäftige mich mit Transport, insbesondere Eisenbahn, Eisenbahnzulieferern und dem Postwesen. Also mit Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind. Genau, ich arbeite für Unternehmen, die mal ein Staatsunternehmen waren und helfe denen in ihrem Prozess, sich zu einer richtigen AG, einem richtigen Unternehmen zu entwickeln, was die meisten schon ganz gut geschafft haben. Aber hier und da gibt es noch kleine Dinge, die Beratung gut gebrauchen können. Und Herr Lange, zu meiner Linken, welche Aufgabe übernehmen Sie in Ihrem Unternehmen? Ja, ich bin Leiter Energiewirtschaft in der Vattenfall. Und dort befasse ich mich mit sehr unterschiedlichen Vertragstypen, Netzanschlussverträgen, aber auch große Fernwärmeverträge und Ähnliches, wo wir eben Energie bereitstellen für den Markt und für die verschiedenen Nutzer. Dass Ihnen beiden Singen Spaß macht, darüber brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht zu diskutieren. Unser Dirigent Simon Halsey, der auch diesen Liederchor leitet, ist ja ein unglaublicher Motivator und ein Macher voller Energie. Kann da denn ein Mitarbeiter in einer Unternehmensberatung noch irgendwelche Tipps mitnehmen, wenn er hier ein Wochenende gesungen hat? Ja. es ist so, ein guter Dirigent, fachlich, das ist das eine. Wenn man noch zusätzlich ein entertainendes Element mitbringen kann, ein gutes Gespür für die Gruppe hat, dann hilft das sehr. Also Simon hat ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wann die Gruppe ein bisschen Auflockerung braucht, wo noch etwas Hilfe vonnöten ist, über das rein fachliche Arbeiten hinaus. Mhm. Und das ist eigentlich auch bei Beratern gar nicht unähnlich. Man kann sehr gut sein, richtige Konzepte vorlegen, wenn man aber das Gespür für das Gegenüber nicht hat und genau merkt, wo braucht man noch ein bisschen nachlegen, wo muss man noch etwas mehr motivieren, dann funktioniert es auch mit dem Ergebnis nicht so richtig. Und da nehme ich mir schon ein, zwei Sachen mit von ihm. Ist also sowohl künstlerisch als auch unternehmerisch ein sehr schönes Wochenende, das Sie hier verbringen. Sehr interessant und übrigens auch mit den ganzen Mitsängern. Das ist eine sehr bunte Truppe. Ich habe sehr interessante Leute kennengelernt jetzt schon und wir haben auch neben den Proben viel Gelegenheit beim Abendessen, in den Pausen, bei verschiedenen Proben, Konzerten uns zu treffen und kennenzulernen. Und da uns alle ja das Chorische verbindet, ist auch wenn man sich fremd ist, sofort ein Kontakt da. Es ist wirklich sehr schön, sehr intensiv dieses Wochenende. Gleich werden einige Sänger des Rundfunkchores ja zu dem Liederchor stoßen. Wir werden ja gemeinsam das Konzert am morgigen Sonntag, den 16. Februar miteinander verbringen. Was glauben Sie, wie viele Haushalte könnte Simon Halsey mit seiner Energie wohl hier in Berlin mit Strom versorgen, wenn wir ihn so dieses ganze Wochenende begutachten? Naja, ich denke, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht einen Schlag kriegt. Aber nein, ich denke, auf jeden Fall kann das sozusagen jede Person irgendwo hinterm Herd hervorholen. Ich würde einfach nochmal ein bisschen berichten auch, was ich doll finde. Das ist fast, kommt es mir so vor, man geht wie in ein Kraftwerk rein, wo ganz viel Energie ist und wir haben auch die Chance mit zu sehen, wie hier gearbeitet wird. Wir sind hier mit den Kollegen vom Rundfunkchor da und tauschen uns dazu auch aus und man sieht, wie hier, sag ich mal, Weltstandard Perfektion entwickelt und erarbeitet und erschwitzt und geschaffen wird und sitzt da drin und sieht, wie das langsam entsteht. Und wir hatten auch die Möglichkeit, in zwei, sag ich mal, Konzerten mit dabei zu sein, aber nicht nur sozusagen wie ein Haushaltskunde kurz den Strom nehmen, sondern wir haben immer auch Kommentierungen von Simon Halsey bekommen und Leute bekommen, was dort gerade geschah. Von daher finde ich das ein ganz toller Blick so in ein Kraftzentrum, wo man ganz unterschiedliche Energieformen eigentlich sehen kann. Das Kraftzentrum Liederchor wird am morgigen Sonntag, den 16. Februar um 19 Uhr
sein Konzert bestreiten. Um 15.45 Uhr haben interessierte Gäste, die das Konzert auch besuchen wollen, die Möglichkeit, mit dem Liederchor zusammen und Simon Halsey zusammen drei Stücke zu erarbeiten, noch in einer Vorprobe quasi, im Radialsystem 5 in Berlin. 15.45 Uhr, wenn Sie dabei sein wollen, bringen Sie einfach Ihre Noten mit zu Bach, Brahms und Händel. Die Stücke, die wir dort singen werden von diesen Komponisten, sehen Sie auf unserer Homepage. Und jetzt gehen wir einfach mal zusammen proben und euch nehmen wir mal ein bisschen mit und freuen uns auf das Konzert morgen und Ihnen ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sehen uns. Bis dann. Check, kann ich diese Gruppe hören? Ein bisschen. Drei.